Benzin, denkt an die Explosionsgefahr. Das Waschbenzin und seine Gefahren waren Anfang der 1930er Jahre noch nicht so bekannt. Deshalb hat man einen aufwendigen Automaten konstruiert, um die Bevölkerung über die Gefahren, die Explosionsgefahren bei Benzindämpfen zu informieren. Wie bei einem kleinen Theater öffnet sich jetzt gleich der Vorhang. Wir sehen die Hausfrau, sie hat aus einer Flasche in ein offenes Schälchen Waschbenzin gekippt. Sie reinigt ein Jackett. Die Dämpfe breiten sich hier grünlich dargestellt aus, entzünden sich am Glutkasten des Herdes. Durch die Rückentzündung erfolgt gleich eine Explosion. Ein mechanisches Meisterstück ist diese Warntafel. Alles wird über Ketten und Riemen angetrieben. Die grünen Dämpfe breiten sich aus. Am Glutkasten des Herdes entzünden sie sich und führen feuerrot zur Explosion.